Und ja, also ich weiß nicht. Ohne Musik ist scheiße. Das möchte ich auch eigentlich gar nicht hochladen. Was weiß ich mit irgend so einem Soundtrack? Vielleicht kennt ihr ja irgendwas Gutes, was richtig gut zu so einem Special als Hintergrundmusik passt. Ich kann euch jetzt sagen, ich hatte das Lied genommen von den Fantastischen Vier, was einfach Danke heißt. Das ist halt so ein kleines Danke-Video. Das passte perfekt dazu, wurde aber leider wegen Copyright, wie gesagt, gesperrt das Video. Und ja, vielleicht könnt ihr noch was anderes Gutes, was man in Videos einbauen kann. Ohne dass es gleich in Deutschland gesperrt wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall nur endscheiße. Ich habe auch schon versucht, das Lied so ein bisschen zu verändern. Keine Ahnung, mit so einem Programm halt. Hat er aber immer noch als Copyright-Dingens angenommen und immer noch gesperrt. Ja. Vielleicht habt ihr eine Lösung, vielleicht nicht. Wäre nicht schlimm, wenn nicht. Wäre aber gut, wenn doch. Also ich will euch jetzt nicht zwingen, da zu recherchieren oder so, was man da machen könnte. Aber ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich will das Special auf jeden Fall irgendwie hochladen. Aber ohne Musik will ich es auch nicht hochladen. Also irgendwas muss ich ja machen. Und selber so sagen, ich weiß nicht, ich habe das Video ja jetzt schon und ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich kann das aber auch von anderen Let's Playern, dass die da irgend so ein Lied gemacht haben im Hintergrund, ja, Copyright, aber bei denen wurde das nicht direkt gelöscht, man konnte es gucken. Es war halt nur diese Anzeige, ja, Verdacht auf irgendwas, dritten irgendwas. Und das wurde auf jeden Fall noch nicht gelöscht, aber meins wurde sofort gelöscht. Ich weiß auch nicht wieso. Ach, schon wieder so viel Cobblestone. Naja, muss ich gucken. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Habe ich noch irgendwelche Spitzhacken? Wo sind denn Werkzeuge da? Ach klar, habe ich noch Werkzeuge. Brauchen wir mal Pfeile. Naja, an Pfeile komme ich ja leicht ran. Kann ich auch mal stapeln. Ja, man kann man nicht stapeln. War meine Knochen dabei, auch drauf, falls die auf den Hund stoßen. Ja, sieben, ich nehme sie einfach mal mit. Ich hau mich aber jetzt erstmal, obwohl brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja. Macht ja keinen Unterschied, ob Nacht ist oder nicht. Dann machen wir auch mal unsere erste Nacht hier durch. Ich hau jetzt, glaube ich, einfach die komplette Wand hier raus. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gehen muss, aber man kann ja schon erkennen, dass ein bisschen muss ich noch. So. Copyright habe ich mir echt so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, harmloser vorgestellt, dass das nicht so extrem ist. Na, ist halt auch egal. Na geil, wie soll ich mich denn jetzt da in die Ecke stellen? Welche Zahl ist das? Okay, dann wären das 12 und 29. 12, 29, okay. So, 31, 30, 29. Nope, der ist noch Holz. So, hätten wir das auch geklärt. Ja, das krieg ich nicht kaputt. So, jetzt aber. Ich hole mich erstmal so das obere weg. So. Oh, toll, ein Dreck. Dreck ist immer schön, das geht so schnell kaputt. Na, worüber kann ich jetzt reden? Es geht mir schon wie German Let's Play, der hatte doch auch mal so Probleme. Er wusste einfach nicht, was man sagen soll bei Minecraft. Ja, was kann man denn da groß erzählen? Da man jetzt die ganze Zeit nur so einen Raum ausfüllt. Was sagt ein Gronkh immer? Frage, was sagt ein Gronkh immer so? Keine Ahnung. Ja. Ich werde das jetzt aber auch nicht hier mit so Vorspulen einfach wegmachen. Ihr wollt ja ein komplettes Let's Play, oder? Ja, auf jeden Fall. Vorspulen in einem Let's Play finde ich eigentlich generell scheiße.
Also man will ja schon das komplette Let's Play sehen und da macht sich Vorspulen nicht so gut, finde ich. Ja. Was kann ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah ja, ich kann aber so über meine nächsten Projekte so reden. Warum ist Holz auf dem... Moment, da muss gar nicht hin. Regen. So. Schon viel besser. Ach, Moment, das bleibt doch da. So. Habe ich Holz? Nein. Hallo? Das soll ein Soundtrack sein? Wie ist das nur Wassergeräusche? Oder ist das jetzt der Regen? Moment. Einfach mal zum nächsten. Das ist Musik. Keine Ahnung, was das für ein Soundtrack war. Achso, meine kommenden Projekte. Kann man es mal auf meinem Kanal nachlesen, aber ihr wisst ja nicht, was ich so jetzt als nächstes geplant habe. Ich habe ja ein Super Mario World Speedrun gemacht, dass ich das komplette Spiel in 15 Minuten 25, glaube ich, durch habe, also in einem Part. Das Limit ist ja 15 Minuten 30, hat mir einer geschrieben, ich weiß es nicht genau. Wenn es 27 oder 28 ist, kann auch sein. Auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt demnächst ein Let's Play Super Mario World 100% machen. Weil ich hatte schon mal 100%. Glaube ich, haben ja, müsste ich gehabt haben. Ich kenne auf jeden Fall so ziemlich jeden geheimen Weg. Wenn ich am Ende dann doch nur so 98, 99 habe, dann gucke ich einfach Komplettlösung nach. Dann Hauptsache 100%, ne? Ich weiß, das Spiel haben schon viele andere gespielt und wenn ihr es bei mir nicht gucken wollt, würde ich das total verstehen. Die meisten wollen ja Minecraft sehen, das ist ja normales irgendwie, ne? Jetzt muss man eine Treppe hier reinhauen. So. So, dann eventuell und eventuell sehr groß geschrieben, weil ich das wahrscheinlich nicht machen werde. Let's Play Kaizo Mario. Aber wirklich, ich. Wenn dann erst spät und. Ich habe Kaizo Mario schon mal gespielt. Ja, nie durch. Ich habe das Let's Play von dem Mero gesehen. Dieses, den 100% von denen, der da hingelegt hat. Und ich habe echt Respekt davor, weil Kaizo Mario ist, soweit ich weiß, das zweitschwerste Mario-Spiel der Welt. Schwerste ist dann Kaizo 2. Glaube ich, ich weiß es nicht genau. Aber ich würde es den Spielen zutrauen. Die sind echt so unmenschlich schwer. Ich kam in Kaizo Mario, habe ich immer nur den ersten Level geschafft, den Yellow Switch Palace und den zweiten Level. Mehr nicht. Also wirklich, ich weiß ja nicht mal, ob ihr in Kaizo Mario das Play sehen wollt, mit 10.000 Parts. Vor allem, wenn ich das Spiel je durchhaben werde, was ja wahrscheinlich nie der Fall sein wird, weil vielleicht haben es manche von euch schon gespielt und wissen, wie schwer es ist. Dann werden wahrscheinlich danach voll viele schreiben, ja, mach doch dann noch Kaizo 2 und so, und auf Kaizo 2 habe ich echt überhaupt keine Lust. Das ist, da habe ich ja gerade mal das erste Level geschafft. Und, lass mal.
Ich habe Besseres zu tun, als mich den Kaiser zu blamieren. Aber in Kaizo 2, Kaizo 1, eventuell, aber wirklich nur eventuell. Das steht auch noch nicht unter geplanten Projekten, weil es war, dann würden mich voll viele anschreiben, ja, wann kommt denn das und so, und wie gesagt, es wird wahrscheinlich ja eh nie kommen, ich weiß ja nicht mal, ob ihr das wollt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir das auch in die Comments schreiben, wie ihr in Kaizo Let's Play finden würdet. Aber wie gesagt, das wird jetzt in nächster Zeit noch nicht kommen. Wenn dann erst nach dem 100% Run von Mario World, weil sonst hätte ich Minecraft, Minecraft Hard, Mario 100%, Kaizo Mario und Let's Spring Your World in die Luft. Wovon ich auch noch ein paar Parts aufnehmen muss. Einer wollte mir noch eine Welt schicken, was glaube ich schon 2 Wochen oder so her ist. Falls er dieses Video sieht, echt sorry. Im Moment einfach nicht so wirklich Zeit wegen Schule und so. Ich bin froh, dass ich dieses Let's Play Minecraft auf Hard spielen konnte. Ich hatte auch wirklich gerade mal so Zeit noch für den 100% Run, weil... Wow! Geht die Sonne auf? Sieht doch auch nice aus hier mit so einer Wolke, dem Regen und dem schönen roten Himmel dahin. Ich finde das gerade echt geil, das Bild. Das wohl mit einem HD Texture Pack aussieht. Die Sonne auf oder unter? Moment. Ich nehme mal kurz Misas HD Texture Pack. Und falls Leute fragen, warum nehme ich das nicht denn nicht für die Let's Plays? Das ist ganz einfach, weil dieses Texture Pack leckt bei mir wirklich richtig heftig rum. Man sieht es, glaube ich, jetzt schon, wie sehr das leckt. Vor allem, wenn es regnet, leckt es. Ich kann ja kaum rumlaufen. Boah, ne. Wow, 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 wow. Boah, schnell wieder wechseln, ne, ne. Ne. So. Schon besser. Was, wir können auch nicht sleep at night. Dann wird es doch Tag. Ja, es wird Tag. Also ich kenne das so, nachts fängt dann zu regnen und dann legt man sich pennen und am nächsten Morgen ist dann der Regen weg. Wenn man die Nacht durchmacht, weiß ich gar nicht, wie das ist, geht der Regen dann auch weg? Ich glaube bald nein, oder? Ja, hallo, es ist Tag und es ist trotzdem so dunkel wegen den ganzen Wolken und dem Regen. Ey, wie realistisch ist das denn? Das ist doch mal voll geil. So. Cool.